Moment mal, junger Mann. Hier drin ist Rauchen verboten. Klar. Ich verhafte mich selbst, okay? Dich erwartet. Die in deiner Agentur haben mir gesagt, wann du ankommst. Was hast du in Hamburg gemacht? Was abgeliefert. Ich bin ja nur eine bessere Praktikantin. Hast du schon was vor? Nö. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Früher hast du mir mal was mitgebracht. Ging nicht. Musst du große mitbringen. Und zu heiß. Oh, was ist denn hier los? Tja. Kokoshühnchen. Hast du nicht vergessen. Wie komme ich denn zu der Ehre? Jetzt, wo du wieder in Berlin bist, da können wir öfter zusammen machen. Wenn du magst. Ja, mit dem Kokoshühnchen hast du natürlich gewonnen. Ja klar, lass uns essen. Ich habe tierisch Hunger. Oh, warte mal. Ja? Ah, hallo. Nee, ich bin bei Otto. Hä? Ja, der hat mich abgeholt. Hä? Ach so, ja, wann denn? Ich weiß nicht, Daniel. Na gut, tschüss. Ich hab was vergessen, Otto. Ich bin schon verabredet. Daniel? Holt mich gleich ab. Na dann. Der mit dem begabten Schneider, oder? Oh, Otto, man muss nicht mit einer alten Lederjacke rumrennen, um ein guter Mensch zu sein. Aber hilfreich ist es. Außerdem hat er eine Agentur Kundenkontakt. Aha. Und, was macht er da so für Kontakte? Er kümmert sich um die Corporate Identity. Was? Um das einheitliche Erscheinungsbild einer Firma, Otto. Also. Ist er bestimmt. Corporate Identity. Tag, Herr Gaber. Tag. Geht's Ihnen gut? Alles flockig? Kann nicht klagen. Ja, dann kann ich ihn Katharina jetzt hier entführen, oder? Tschüss. Tschüss. Hübscher Anzug übrigens. Danke. Lächerlich. Der reinste Spaziergang. Der hat mal ein bisschen was draufgelegt. Ja.
Hast du nicht morgen Abgabe? Ja, ja. Ist ja schon in der letzten Woche fertig. Hast du mal Feuer? Danke. Ich würde aber auch nicht Nein sagen. Ich aber. Hast du was dabei? Ja. Sonst noch jemand interessiert? Allerdings. Hey, falsche Abteilung. Guck mal, schon ist weg. Könntest du eh fast bei den Mädels pinkeln gehen. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Das dauert. Dann wird das halt noch was. Oh, Stunden später. Also. Machen wir das ins Studio oder was? Ja, genau. Kommt schon. Entspannt euch doch mal. Hey, 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 ist ja für ihn was dabei? Oh, ne? Jetzt. Und es gibt wirklich keinen besonderen Anlass? Nö. Mir war einfach so. Brust. Mhm. Schminkst du dich öfter? Wie kommst du denn da? Ach der, nee, den hat Katharina vergessen. Und ich dachte mal, sie kann ohne das Ding nicht leben. Du hast das Hühnchen nicht zufällig für Katharina gekocht? Lass sag mal. War nur so eine Idee. Was denkst du von mir? Wie kommt sie denn zurecht? Sie hat einen Jungen kennengelernt in dieser Werbeagentur. Guten Appetit. Danke. Ist sie glücklich? Nehme ich an, ja. Aber? Aber. Der Typ ist nicht der richtige Umgang für sie. So ein Juppie, teure Pelle, Sportwagen. Katharina ist 20. Kümmert sich denn sonst keiner um sie? Der Vater hat sie nach der Geburt abgesetzt. Nach dem Tod der Mutter war sie praktisch eine Vollweise. Ist dann ins Heim gekommen, in irgendeinem Kaff bei Leipzig. War eine Sorgenstrei. Schmeckt's? Hast mit Liebe gekocht? Ach, mit Umluft. Nehmen Sie von allen, die rauskommen, die Personalien. Ne? Dann können die Leute nach Hause. Hier ist Herrn, bitte. Berthold, mein Kollege Garber. Vogt, bitte liegt hier. Da waren wir leider zu spät. Wir haben noch versucht zu reanimieren, aber vermutlich Drogenmissbrauch.
war es halt nur ein Verdacht. Ich habe die Gerichtsmedizin benachrichtigt. Tschüss. Das haben wir bei der Toten gefunden. Freundin der Toten, Janine Böhm. Hallo. Hallo. Ich bin Otto Gaber, Kripo. Meinen Sie, Sie können uns ein, zwei Fragen beantworten? Ich glaube schon, ja. Ihre Freundin, hat die Drogen genommen? Nö. Also ich weiß zumindest nichts davon. Und die? Ach, die? Ja. Die hat sie sich schon mal eingeschmissen. Und wo hatte sie die her? Irgendwoher. Die kriegt man überall. Was macht die denn hier? Kleinen Moment, ja? Hallo. Das ist meine Kollegin. Katharina Berthold. Hallo. Katharina. Ach, hallo. Kennt ihr die Tote? Nein, Herr Kommissar. Haben Sie irgendwas mitgekriegt? Wir? Quatsch, war ja super voll hier im Laden. Ich habe auch nur gesehen, wie sie zur Toilette gewankt ist. Mehr nicht. Sorry. Katharina? Ich komme gleich. Was machst du denn noch hier? Ich habe noch eine Frage. Und? Du warst da drin. Hast du nichts gesehen? Das ist jetzt im Verhör. Dazu bin ich echt zu müde. Nimmst du hoch diese Dinge? Katharina, kommst du? Otto, du bist nicht mein Vater, also benimm dich auch nicht so. Ich mache mir Sorgen. Daniel passt schon auf mich auf. Die Autopsie weist eindeutig auf den Konsum der Schmetterlingspillen hin. Das ist jetzt der dritte Todesfall in 2 Monaten. Die Dinger enthalten PMA. PMA? Das ist die Abkürzung für Paramethoxyamphetamin. Ah ja. Das ist billiger als der übliche Wirkstoff MDMA, der sonst zur Herstellung von Ecstasy verwendet wird. Das heißt, es mischt jemand mit voller Absicht bei. Und diese Pillen sind bisher nur in Berlin in Erscheinung getreten. Die müssen ja irgendwo ein Labor haben. Das nehme ich an, ja. Wir müssen davon ausgehen, dass die Dinger weiter im Umlauf sind. Offensichtlich schrecken Todesfälle die Hersteller nicht ab. Und das heißt weiterhin Lebensgefahr für die Konsumenten. Eins ist klar, wir müssen die Hersteller schnappen, nicht nur die Dinger. Aber wir haben keine verwertbaren Spuren. Die Geschäftsführung hat auch nichts gesehen. Ich habe da noch was. Das ist ein Überwachungsband aus der Toilette der Disco gestern. 6 Stunden Material. Wer guckt denn morgen 6 Stunden Klo-Videos? Wahnsinnig spannend. Das war eine amtliche Auflage. Da gab es schon mal so einen Zwischenfall. Sie, Frau Berthold und Herr Jüskühler schauen sich die Bänder an. Vielleicht finden Sie ja was. Und wir gehen in mein Büro. Da wartet Janine Böhm auf Ihre Vernehmung. Okay. Weißt du, woher Katja diese Pillen hatte? Die blauen mit dem Schmetterling. Hat sie dir nie was davon erzählt? Nee. Ja, wie das halt so ist. Irgendjemand hat was dabei. Und wenn Marquina was dabei hat? Ich nehme sowas ja nicht. Natürlich nicht. Haben Sie die Pillen vorher schon mal bei Katja gesehen? Ich glaube nicht. Nein. Lassen Sie die Finger davon. Die sind tödlich. Muss ja so eine Chance holen. Ist was? In 6 Stunden haben 43 Leute Pillen eingeschmissen. Aber nur einmal hat sie jemand verteilt. Sie
hätte in Sachsen bleiben sollen. In Sachsen kann man sich damit genauso versorgen. Versorgen? Was willst du damit sagen? Hey, ich rede mit dir. Ich wollte damit sagen, dass man sich auch in Dresden oder Leipzig oder was weiß ich... Du willst damit sagen, dass sie die Dinger ständig einwirft, dass sie abhängig ist. Das heißt nämlich versorgen. Das habe ich nicht gemeint. Komm mal runter. Entschuldigung. Wir sollten Sie befragen. Immerhin hat dieser Daniel die Pillen verteilt. Das bringt überhaupt nichts. Ja. Da sind zwei Besucher für Sie von der Kriminalpolizei. Guten Tag. Gaber, Kripo Berlin, Frau Berthold. Herr Löhrs? Ja. Wir würden gerne einige Ihrer Mitarbeiter kurz befragen. Wie? Soll ich fragen, warum? Es gab einen Todesfall in einer Diskothek und Ihre Kollegen waren auch da. Vielleicht haben Sie irgendwas gesehen. Verstehe, ja. Natürlich. Aber ging das nicht auch nach Feierabend? Wir haben furchtbar viel zu tun. Nach Feierabend haben wir auch Feierabend. Was wollen die denn hier? Weiß ich doch nicht. Guten Tag. Wir haben noch ein paar Fragen an Sie wegen des Todesfalls in der Disco. An Sie auch. Sie waren doch auch da. Ich hau schon. Ich habe keine Bange. Ich muss pinkeln. Darf ich? Die Freundin der Toten hat ausgesagt, dass Katja noch an ihren Tisch gekommen ist und um Feuer gebeten hat. Ist das richtig? War wohl so, ja. Kannten Sie Katja? Nein. Wussten Sie, dass in dem Laden Ecstasy geschluckt wird? Ja, klar. Das gehört doch bei den Kids schon zum guten Ton. Und bei Ihnen? Gehört das bei Ihnen auch zum guten Ton? Ach was, das macht doch blöd im Kopf. Wäre nichts für mich. Nur mal nicht übertreiben. So schlimm sollen die Pillen auch ja nicht sein. Oder? Ist das so? Ich weiß es nicht, ich habe noch keine genommen. Dann schauen Sie sich doch das hier mal an. Sind Sie so nett, legen das ein? Sie haben alle gerade eine Aussage gemacht, die ich an Ihrer Stelle vor Gericht nicht wiederholen würde. Sie, wie war Ihr Name? Da Brock. Sie haben die Pillen verteilt. Ja, richtig. Und ich würde es wieder tun. Ich habe sie verteilt, nicht verkauft, liebe Frau Kommissarin. Und wo hatten Sie die her? Keine Ahnung, die habe ich gefunden. Ich gehe eben mit offenen Augen durchs Leben. Okay, wir können es auch anders machen. Dann kriegen alle hier Anwesenden eine Vorladung, dann nehmen wir die Agentur auseinander und Ihre Privatwohnung. Das liegt an Ihnen. Wenn ich auch mal was sagen darf, das mit den Privaträumen, das ist Ihre Sache. Ich will das Verhalten meiner Mitarbeiter nicht rechtfertigen, aber würde Sie doch bitten, auf die Durchsuchung meiner Geschäftsräume zu verzichten. Das wäre rufschädigend für die Firma. Und wie ich das sehe, würden Sie doch nur mit Kanonen auf Spatzen zielen. Wir zwei sprechen uns später. Das Mädchen, das da gestorben ist, vielleicht hat die ja noch andere Sachen genommen. Also ich meine, Ecstasy an sich ist ja nicht tödlich, oder? Die hier schon. Wie bei den Mädchen im Shark Club. Dieser Daniel, der ist nicht ganz sauber. Ja, vielleicht. Aber Katharina und die anderen, die ab. Was war das? Ah. Sag mal, Otto, die haben uns eben ganz prima verarscht. Dann die liebe Katharina auch, die hat dir ins Gesicht gelogen. Würdest du dem auf die Nase binden, wenn du die Dinger schluckst? Hallo, wie heißt es? Hallo, Susanne. Na? Hallo, Jungs. Mit offenen Augen das Leben. Ja, das war echt super. Sag mal, wer ist denn der Typ eigentlich? Dein Patenonkel? Mit dem hatte meine Mutter mal was. Ah, hat sich der Verdacht gegen Herrn Dabrock erhärtet? Nee, nicht wirklich. Ich gehöre übrigens nicht zu den Leuten, die später sagen, ich hab's ja gleich gewusst. Drogenbesitz für den Eigenbedarf, das ist alles.
mit dem Schmetterling? Hattest du die schon mal? Nee, die habe ich noch nie gesehen. Warum? Da ist es. Hallo. Guck mal, wer da ist. Hallo, Martin. Grüß dich. Hallo, Martin. Na, Susanne. Ach, bist du schwer geworden, ne? Mhm. Na, machst du Ferien beim Opa? Ja. Ja, die Tochter ist mal wieder für eine Woche mit ihrem Mann nach Italien. Guck mal, was ich für dich hab. Und, wie heißt das Zauberwort? Danke. Ich hab ja da vorne noch viel mehr. Komm mal mit. Nimmst du Berli mit? Bitte? Na ja, schicken Sie mir den Daniel rein, wegen der Tyson-Sache. Ja. Daniel, du sollst noch mal rein, wegen der Entwürfe. Viel Glück. Ich geh essen. Kommt jemand mit? Ich bin dabei. Okay, aber nicht schon wieder Sushi. Und du? Nee, ich muss abnehmen. Das ist mit Verlaub gesagt ein Griff ins Klo. Wieso? Das ist doch sehr innovativ. Innovativ? Die Agentur ist doch keine Spielwiese für irgendwelche Eigenkreationen. Tyson ist im besten Sinne ein ganz konservativer Laden, und das weißt du. Ja, dann kriegen die von uns jetzt eben eine moderne Note verpasst, und das macht sie jünger. Das ist doch nicht modern, das ist dilettantisch. Mein lieber Freund, für jemanden, der hier ziemlich viel Geld verdient, spazierst du seit geraumer Zeit auf ganz dünnem Eis. Was ist mit der Note? Gut, fangen wir mal von vorne an. Das lässt sich doch noch nachbessern. Oder, Daniel? Es muss doch alles komplett neu gestaltet werden. In einer Woche muss ich denen das verkaufen. Die Zeit reicht doch nie nimmer. Das schaffe ich schon. Wie lief's? Ich freue mich für dich. Ich müsste dir nicht so schuften, wenn du dich mit deinen Privatentnahmen etwas zurückhieltest. Und red mir nicht mehr ins Kreative rein, geht das? Ja. Das ist ein Riesenauftrag. Und ich will, dass die Agentur diesmal dabei ist. Aber dafür ist Daniel doch genau der Richtige. Früher war er besser. Der soll sich an meine Vorgaben halten. Und außerdem hat er uns heute die Polizei ins Haus gebracht. Die Polizei? Hat sich mit den anderen Pillen in der Disco eingeworfen. Und? Ich hab's nochmal hingebogen. Aber wenn er so weitermacht, ist er nicht mehr tragbar. So kommen wir in dem Fall nicht weiter. Wir werden einen von uns in die Szene einschleusen. Wen? Sie. Und zwar als kaufkräftigen Interessent. Und wieso ich? Weil Sie am besten dafür geeignet sind. Die Kollegen vom Drogendezernat haben bereits einen Kontakt für uns hergestellt. Das klappt aber nicht mit 5000 Euro, für die Yüksel dann noch eine Quittung abliefern muss. Moment. €250.000. Alle Scheine sind markiert und die Nummern registriert. Nervös?
musste nicht sein. Ist mir egal, was mein Vater von ihr hält. Und deine Mutter? Die wird dich mögen. Komm. Sieht nach einer Menge Geld aus. Ja, mein Vater hat sich in seinem Leben nichts geschenkt. Er hat sich von ganz unten hochgearbeitet. Ja, aber er hat's geschafft. Tja, das hat er. Und Sie machen da was? Ich arbeite da als Praktikantin. Naja. Naja, Katharina arbeitet schon richtig als Texterin bei uns. So griffige Sätze für die Kunden und ihre... Prospekte und Broschüren, ja. Mhm. Katharina hat wirklich Talent. Muss da nicht gleich übertreiben. Ja. Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, Katharina. Noch Kartoffeln? Danke, Frau Dabrock. Schieben Sie nicht Ihre Figur vor, daran kann es nicht liegen. Nein, ich bin einfach nur satt. Danke, Frau Dabrock. Sie brauchen nicht zufällig noch ein paar neue Texte? Ah, auch noch geschäftstüchtig. Also, ich bin eher an Zahlen interessiert. Und irgendwann sollte Daniel das auch interessieren. Lass ihn doch, Frank. Ich lasse ihn ja. Hauptsache hat er eine Arbeit. Papa. Na was? Ich werde auch nicht ewig leben. Und ich will nicht, dass meine Firma dann in fremde Hände gerät. Verstehen Sie? Das muss alles in der Familie bleiben. Vielleicht möchte ich das aber gar nicht. Bin ja schon froh, dass du einen Job überhaupt gut machst. Aber eigentlich verschwendest du deine Kraft in dieser Agentur. Ah. Ist ja nicht, was du hast, Jüchsel. Ist mal was anderes. Außerdem ist das alles aßhaft gesund. Das ist wissenschaftlich belegt und bewiesen. Das Cholesterin zum Beispiel. Cholesterin heißt das? Ja, das auch. Verstehst du, da ist uns die fernöstliche Küche um Jahre voraus. Hier. Probier doch mal einen Happen. Nee, Sputnik, wirklich nicht. Ich meine, roher toter Fisch und dann dieses Zeug drumherum. Ja, Mensch, das ist Seegras. Na eben, Gras. Ja, das ist doch der Clou von Sianze. Gesunde Ernährung, das hat Zukunft. Und der tote Fisch, der wird ja nicht ganz serviert. Ich hab's nämlich auch nicht gerne, wenn mir mein Essen ankickt. Ja, hallo? Ja, ich komme. Sputnik, ich muss weg. Ja, was denn? Und hier? Später. Sayonara, Jüchsel, sayonara. Steig ein. Mein Kumpel meinte, du bist so eine Art Verwalter. Richtig. Ah ja? Und von was? Von Geld. Jetzt weiß ich, warum du mir gleich so sympathisch warst. Es ist nicht mein Geld. Das gehört meinem Chef. Ich verstehe. Und dein Chef will sein Geld jetzt anlegen. Mein Chef hat eine große Schwäche. Für Smarties. Arbeitest du eigentlich gern bei Lewis & Jungs? Ja klar, du nicht? Naja, also eine eigene Agentur finde ich schon nicht verkehrt. Mit dir zusammen. Schöner Traum. Hm. Aber du hast doch auch Erfolg bei Lewis. Und er verdient sich mit meinen Ideen eine goldene Nase. Ja, auf jeden Fall bräuchte man Geld. Ich habe 50.000 angelegt. Was? Hm. So lange arbeitest du doch noch gar nicht bei Lewis. Das vorher schon freiberuflich gemacht. Mach mal die Augen zu, ja? Mach mal die Augen zu.
Jetzt darfst du gucken. Soll ich aufmachen? Ja, warte noch. Will ich noch einen Moment anschauen. Hm. Na ja, mach auf. Den willst du mir schenken? Ja, wie kommst du denn darauf? Ja, natürlich will ich den schenken. Wofür ist der? Der ist dafür, dass es dich gibt. Erschreckt. Moin. Wir bist hier reingekommen. Mit einem Zweitschlüssel. Den habe ich dir gegeben, falls ich mich mal aussperre. Du kannst hier nicht einfach unangemeldet reinmarschieren. Deal Daniel mit Ecstasy. Nein. Du glaubst mir nicht. Als ich mich in der Agentur nach den Pillen gefragt habe, hast du mich hochgelogen. Mich und meine Kollegin. Wie kann ich sicher sein, dass du mir jetzt die Wahrheit sagst? Erklär mir das mal. Du kannst dir nicht sicher sein, ganz einfach. Als was bist du eigentlich hier? Als Privatperson oder als Polizist? Wir sind hier nicht im Präsidium, Katharina. Mensch, es geht mir doch nicht um Daniel oder die anderen. Es geht mir um dich. Ich mache mir einfach Sorgen, verstehst du nicht? Ich komm ganz gut allein zurecht. Das habe ich die letzten Jahre auch ohne dich geschafft. Du erinnerst dich? Okay. Das ist dein Leben. Ja, das ist es. Trotzdem würde ich an deiner Stelle keine mehr von diesen Pillen nehmen. Oh Mann! Ist doch nicht Heroin oder Crack oder sowas. Woran hier Millionen sterben, das ist Alkohol und Nikotin. Dagegen sollte man mal was machen. Die ganze Hysterie um Ecstasy ist doch Quatsch. Katharina! Der geht hier nicht um mit üblicher Ecstasy, das wisst ihr ganz genau. Die Dinger können tödlich sein. Mein Schlüssel. Moin. Moin. Na, wie war's bei Katharina? Also dieser Daniel vertickt keine Pillen. Und glaubst du ihr das? Ja. Wie lange kennst du sie jetzt? Oh, wegen so einem Kindergarten. Was ist denn? Hör mal, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht richtig ermitteln kannst, dann... Also, das würde jeder hier verstehen. Du hast mal nicht zufällig gerade gesagt, du glaubst, ich würde für Katharina das Recht beugen. Wenn ich ihr so nahe stünde wie du, würde ich drüber nachdenken. Nee, so bin ich nicht. Dann ist ja gut. Übrigens, Yüksels Erstkontakt hat geklappt. Heute Abend geht's weiter. Schön. Ich bin... Ich weiß. Komm rein. Guten Abend. Habt ihr ein Casino hier, ja? Hör mal, du willst hier Geschäfte machen, nicht ich. Wenn dir was nicht gefällt, geh mal. Ist ja gut, ist ja gut. Herr Musa, ich bin Dieter.
wenn Sie so freundlich wären. Setzen Sie sich. Danke. Wollen Sie was rauchen? Nein, danke. Verstehe. Lieber gleich zur Sache. Wäre mir recht, ja. Ich habe nur einen kurzen Anruf gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was Sie wollen und wie viel. Ich weiß nur, dass Sie in Ordnung sind. Ich bin für meinen Chef unterwegs. Er will 250.000 Euro anlegen. Beneidenswerter Mann. Allerdings, ja. Und was will er haben? Er steht auf Pillen. Pillen? Ja. Da muss ich Sie leider weiterreichen. Gewartet. Ja, Otto war wieder bei mir. Der hatte ich immer noch auf dem Kieker. Ja, das ist ja nichts Neues. Daniel, eine Frage. Dealst du? Katharina. Ja, vergiss. Weiß auch nicht, was mit mir los ist. Otto geht mir gerade ganz schön auf den Keks. Macht einen auf Ersatzvater. Otto war das ja von Anfang an nicht recht, dass du mit mir zusammen bist. Natürlich versucht er mir was anzuhängen, wo immer er nur kann. Na komm. Was machen wir denn heute Abend? Firmenjubiläum schon vergessen? Ach Gott. Ja? Ich habe jetzt einen Kontakt. Die haben mich über Handy angerufen und bestätigt, dass sie innerhalb der nächsten Tage liefern können. Sehr gut. Und wie läuft das denn genau ab? Naja, es soll zwei Treffen geben. Beim ersten bekomme ich eine Probe und muss die Hälfte des Geldes anzahlen. Erst beim zweiten bekomme ich die Ware gegen die restlichen 50%. Und wann erfahren wir, wo das stattfindet? 2 Stunden vorher. Ich finde es ein bisschen knapp, oder? Nee, das kriegen wir hin. Stößchen. Sag mal, wie oft warst du bis jetzt in Basel? Na, so 3-4 Mal bestimmt. Und wie ist es so bei Tyson? Gucken sie dir da auf die Finger? Nein, die sind eigentlich ganz entspannt. Bleiben ganz cool und lassen mich einfach machen. Unsere letzte gemeinsame Werbekampagne scheint ein großer Erfolg geworden zu sein, doch. Allerdings. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Aber das konnten sie für ihr Geld ja auch erwarten. Da haben Sie recht. Entschuldigen Sie mich. Und, gefällt's euch? Sehr gut. Super. Sag mal, hast du mal einen Moment? Na? Dann. Wohl sein. Und es kommt auch kein Peilsender in den Geldkoffer. Vielleicht können die das Signal orten. Dann gibt es kein Geschäft und wir kommen an die Hintermänner nicht ran. Chef, wie sieht's denn mit deiner Waffe aus? Ja, Sie haben recht. Aber keine Polizeiwaffe. Ich besorge eine andere. Wenn was ist, rufen Sie mich an. Schönen Feierabend. Tschüss. Also, es geht um 9 Kunden und den sollst du übernehmen. Ach, und um wen geht's? Keine Ahnung. Ist ein Kontakt übers schwarze Brett. Er will Pillen für 250.000. Oh. Das ist ja... ein ziemlicher Haufen. Und diesmal kriegst du nicht 10, sondern 15% Provision. Ja, es ist nur, ich meine, also so einen großen Deal habe ich noch nie durchgezogen. Man gibt einen Koffer her und kriegt einen anderen dafür wieder. Das ist alles. Das ist richtig. Aber ich meine, das kann ja auch anders laufen. Ich meine, wenn da irgendwas schief geht, dann bin ich... Daniel,
Du hast nachgelassen. Kreativ. Ich halte dich trotzdem in der Agentur. Du weißt, was wir vereinbart haben. Ja, gut, okay. Gut. Du kriegst nachher die ersten 20.000 Pillen, gewogen, verpackt. Die Probe gibt's extra. So, und jetzt geh wieder zu den anderen. Sag mal, wie alt war Katharina eigentlich, als ihre Mutter gestorben ist? 8 oder so. Und ist sie dann gleich ins Heim gekommen? Wieso willst du nicht wissen? Einfach so. Wie einfach so? Was wird denn das? Wie, was wird das? Aber was fragst du denn dauernd? So, ich denke, du bist nicht befangen. Ich bin auch nicht befangen. Klar, ist ins Heim gekommen, habe ich ja schon erzählt. Aber es war im Osten nicht so trist wie im Westen. Da war richtig was los. Die Kinder wurden betreut und die Angehörigen brauchten nicht finanziellen Kopf dafür hinhalten. Klar, war nicht alles scheiße. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber gedacht. Gut, danke fürs Bringen. Schön, gut. Sag mal, wie ist Katharinas Mutter denn gestorben? Selbstmord. Okay. Bis morgen. Ja. Wo? Zimmer 745 im Hotel Esplanade am Lützowufer. Gehen wir. Die Probe. Zimmer 744. Ich habe meinen Strom für dich einchecken lassen. Und denk dran, lass den Mann ruhig 1,5 Stunden warten. Nicht sofort rüberrennen. Warten steigert die Sehnsucht. Ja. Also dann. Tschüss. Hier im 7. Stock befindet sich das Zimmer 745. Dort warten Sie mit dem Koffer und der Hälfte des Geldes, also 125.000 Euro, auf den Kontaktmann. Ich wünsche keinen Zugriff ohne meinen ausdrücklichen Befehl. Was ist mit den anderen Zimmern? Werden gerade überprüft. Das Hotelfax und die Gästeliste zu. Andere Kollegen in Zivil sind auch da für die Observation. Teilweise motorisiert. Das heißt, wir bewachen die Ein- und Ausgänge. Herr Gaber, am Hintereingang. Frau Berthold, Sie setzen sich ins Hotelfoyer. Und Sie überwachen die Tiefgarage. Alles klar. Ich sitze in einem Transporter. Hier. Sobald das Geld gegen die Ware getauscht wurde, leite ich die Observation des Kontaktmannes. Wenn wir an ihm dranbleiben, kommen wir auch an die Hintermänner. Noch Fragen? Sie wollten mir noch eine Waffe besorgen. Nein. Nur für den Notfall. Das ist ja eine Mädchenpistole. Das ist eine 6 mm, Herr Jüßgüler. Oder wollen Sie sich lieber eine 45er Magnum in den Hosenbund stecken? Platz genug dafür hätte er ja. Aha, sehr witzig. Wenn das hier vorbei ist, können wir in die Hotelsauna und dann schauen wir mal. He? Also los geht's. Achtung, es geht los. Der Kollege ist jetzt unterwegs und Ende. Jetzt geht er zur Rezeption. Holt seine Zimmerkarte. Jetzt unterschreibt er was. Jetzt geht er zum Fahrstuhl und Ende.
Darf es noch was sein? Orangensaft noch, bitte. Den hätte ich jetzt auch gern. Oder ein Bier. Mann, da macht's aber spannend. Alle bleiben auf ihrem Posten. Und ab jetzt herrscht Funkstille. Wir brechen ab. Alle kehren ins Präsidium zurück. Frau Berthold, Sie nehmen den Fahrstuhl in die Tiefgarage und kehren mit Herrn Scholz zurück. Und wer informiert Yüksel? Ich und Ende. Ja? Redemann, wir brechen die Aktion ab. Sie gehen zurück zu Ihrem Wagen und bleiben über Handy erreichbar. In Ordnung. Bis dann. Bis dann. Haben Sie auch Probleme mit Ihrem Fernseher? Was? Naja, ich bin auf 7,45 und der Kasten geht nicht. Mhm. Haben Sie Feuer? Sie haben da was verloren. Lassen wir einfach gehen. Ich will einfach nur raus hier. Nimm die Waffe ruhig. Scheiße. Tag. Dr. Krüger, ich bin der operierende Arzt. Tag. Tja, Ihr Kollege hat sehr viel Blut verloren.
Lungendurchschuss. Wenn es ein größeres Kaliber gewesen wäre, dann wäre Ihr Kollege jetzt tot. Aber wir mussten ihn in künstliches Koma versetzen, sonst wäre er uns unter den Händen weggestorben. Wir sind seine Chancen. 50-50. Krüger, bitte in OP4. Dr. Krüger, bitte. Sie entschuldigen mich. Komm, steig ein! Wie ist das passiert? Der wollte mich erschießen. Was? Ja. Der Typ hat mich umgehauen und seine Kanone gezogen und mir an den Kopf gehalten. Und dann waren da plötzlich diese beiden Kinder. Ich wusste überhaupt nicht... Was redest du denn da? Ich habe ihn doch genau instruiert. Kein Zugriff. Das ist irgendwann aus dem Bruder gerufen. Wahrscheinlich konnte er ja nicht dafür. Hätte jeden von uns treffen können. Hat aber nicht jeden getroffen. Hat Yüksel getroffen. Jetzt nehmen wir uns diese verdammte Agentur vor. Ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Georg, das ist eine Agentur, kein Drogenumschlagplatz. Ach ja? Was macht mich da so sicher? Ich sag's dir, weil Katharina da arbeitet. Quatsch! Hast du Yüksel gesehen? Na klar, hab ich ihn gesehen. Bin ja nicht blind. Dann frage ich mich, warum dich das so kalt lässt. Das lässt mich nicht kalt. Was willst du überhaupt von mir? Ich will einfach wissen, warum du dich immer vor diese Agentur stellst, sobald wir sie im Fadenkreuz haben. Weil die nichts damit zu tun hat. Verschwenden wir nur unsere Zeit. Hier. Haben wir in der Nähe vom Tatort gefunden. Ja, und? Streichhölzer. Mit dem Logo der Firma Tyson. Dieses Logo hat Daniel Dabrock entworfen. Die Agentur hat die Dinge als Werbemittel in der Firma rumliegen. Na, jetzt setz mir doch nur Blödsinn. Also nochmal in Ruhe von vorne. Du hast bei dem an die Tür geklopft. Oder wie war das? Ja, genau. Ja und? Mach den Mund auf. Ja, dann bin ich da rein und der hat sich im Flur noch mal umgeschaut. Ja, weiter. Ja, kaum hole ich das Kuvert raus, da zieht er seine Kanone. Woher kamen denn die Kinder? Was für Kinder? Du hast doch vorhin was von Kindern erzählt. Ja. Ja, die Kinder. Wo sind wir hier eigentlich? Komm. Na. Komm rein. Der Opa kommt gleich, okay? Lest du mir noch eine Geschichte vor? Gleich. Geh schon mal ins Bettchen. Ja. Komm gleich nach. Ja. Wo ist die Knete? Habe ich nicht. Na, totale Scheiße. Halt die Klappe! Wegen deines Schützlings sitzen wir jetzt bis zum Hals in der Schule. Du hast die ganze Sache doch organisiert, oder? Wo ist der Umschlag? Ist ja offen. Naja, ist halt passiert. Hat dich jemand gesehen? Nein. Wirklich? Nein, wirklich. Gut. Bislang führt noch keine Spur zu dir. Nur wenn die Bullen bei dir auftauchen, warst du bei deinem Chef zum Essen eingeladen. Haben wir es verstanden? Ja, klar. Okay. Wir machen jetzt auf Nummer sicher. Ich löse das Labor auf, vorerst. Und du schaffst die 20.000 Pillen auf die Seite. Haben wir es verstanden? Ja. Und morgen bist du in der Agentur. Ganz normal. Hau jetzt ab. Such dir ein Taxi. Wir lassen jetzt erstmal Gras über die Sache wachsen. Was mit der Agentur? Die braucht doch Geld. Bin ich ausgeblutet? Irrtum, mein Lieber. Ich habe immer mehr reingesteckt als rausgeholt. Du hast einfach nur schlecht gewirtschaftet. Ich hatte einen Traum, verstehst du?
Ich wollte eine Agentur. Und jetzt stecke ich mitten in einem drittklassigen Drogendeal. Hat dich jemand an die Agentur gekettet? Steig doch aus! Nein. Jetzt setze ich die richtigen Leute an die richtige Stelle. Sabine, du übernimmst die Tyson-Präsentation. Das ist doch Daniels Kunde. Jetzt nicht mehr. Findest du das okay? Ja klar, wenn er es nicht auf die Reihe kriegt. Der Entwurf ist doch klasse. Der Meinung stehst du ziemlich allein da. Daniel! Lörs hat Tyson gerade an Sabine gegeben. Ach. Hatte ich dir das noch gar nicht erzählt? Ich habe doch keine Zeit mehr für die Tyson-Sache. Ich übernehme jetzt einen neuen Kunden. Bei dem war ich gestern Abend. Herr Redemann? Ja? Kann ich Sie ganz kurz sprechen? Bitte. Ich möchte Sie um was bitten. Ja? Ich möchte Sie bitten, Georg und mich auf die Agentur anzusetzen und Otto da rauszuhalten. Sie meinen, er ist befangen? Ich kann Herrn Garber nicht komplett von den Ermittlungen ausschließen. Ich möchte nicht, dass er einen Fehler macht, der ihn möglicherweise seinen Job kostet. Wir werden sehen. Darf ich Sie mal was Persönliches fragen? Ja, sicher. Meinen Sie, es war ein Fehler, Herrn Jüskühler als V-Mann einzusetzen? Wenn Sie nicht vorgeschlagen hätten, einen von uns als verdeckten Ermittler einzusetzen, dann hätten wir darauf bestanden. Danke, Verena. Ach so, der Täter hat den Koffer ja nicht angerührt, den Koffer mit dem Geld. Ja, der hat den Kopf verloren. Deswegen denke ich, wir sollten Daniel Dabrock jetzt auf die Füße treten. Er ist der Hauptverdächtige. Und ich glaube, der hat keine Nerven, der macht einen Fehler. Ich werde jetzt die Agentur genau durchleuchten lassen. Vielleicht ergibt sich da noch eine Spur. Und die beiden Jungen? Der Kleine steht noch unter Schock und der Ältere ist komplett durcheinander. Der widerspricht sich selber. Also es reicht nicht für eine verlässliche Täterbeschreibung? Leider nicht. Doch, was ist... Warten Sie mal! Moment mal, Herr. Wo bringen Sie denn die ganzen Sachen hin? Was passiert hier? Wie eine Party sieht das nicht aus, oder? Das ist eine Hausdurchsuchung. Hier ist der Durchsuchungsbefehl. Und hier die Vorladung. Wir sehen uns morgen 9:30 Uhr auf dem Präsidium. Sagen Sie aber, eine versteckte Kamera läuft hier nicht irgendwo, oder? Hier läuft eine Ermittlung wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen Sie. Wovon sprechen Sie bitte? Wir sprechen von Schmetterlingen. So, das war's dann. Du warst nicht zufällig gestern im Esplanade-Hotel? Nicht, dass ich wüsste. Wieso? Da ist ein Kollege von uns schwer verletzt worden. Der hat da verdeckt ermittelt. Jetzt liegt er im Koma. Das tut mir leid. Ehrlich. Ja. Wo warst du endlich gestern? Ich hatte eine Besprechung mit Herrn Lörs. Bei ihm zu Hause. Das werden Sie alles staatlich versichern müssen. Schönen Tag noch. Herr Lörs? Ja. Kriminalpolizei, Redemann. Ich habe eine Frage an Sie. Habt ihr nicht Zeit? Nein. Wir haben uns mit Ihrer Agentur beschäftigt. Aha. Der scheint es ja nicht so gut zu gehen. Wir sind leider keine Beamten. Die Firma ist regelmäßig auf Finanzspritzen angewiesen und Sie bringen sie ein. Das sagt das Geschäftskonto. Ja, und? Bis zu 150.000 Euro bar. Wo haben Sie das Geld? Das habe ich im Casino gewonnen. Wissen Sie, ich spiele ganz gern. Da bin ich ja erleichtert. Untersuchungen wegen Geldwäsche sind immer so mühsam.
Ja. Jetzt lässt er sich volllaufen. Was gibt's? Die haben gerade meine Wohnung auf den Kopf gestellt. Und ich habe eine Vorladung für morgen früh. Die wollen mich auch zum Hotel befragen. Ich könnte doch gar nicht wissen, dass du da warst. Dieser Typ, dieser Kunde, das war ein V-Mann. Der liegt jetzt im Koma. Hattest du zu Hause noch was liegen? Na also, lass dich doch nicht nervös machen. Wenn die was gegen dich hätten, wärst du längst in U-Haft. Wo sollte ich denn wissen, dass das ein Polizist ist? Was für eine Scheiße! Beherrsch dich, Daniel! Wodka nicht gern. Auf Eis. Okay, Daniel, wir können jetzt nichts mehr ändern. Wir müssen sehen, wie wir aus der Sache wieder rauskommen. Hast du die Pillen beiseite geschafft? Nein, habe ich noch nicht. Wo liegen die? Die sind noch in der Agentur. Sie müssen weg, sofort. Hast du mich verstanden? Ja. Herr Jürgens. Ich kann nicht mehr. Das war ein Unfall. Wir können das Zeug da vernichten und dann stelle ich mich. Ich halte sie da raus, das schwöre ich. Wie soll das laufen? Mach das nicht, Daniel. Du verbaust dir deine Zukunft. Wir brauchen das Geld. Schau mich an. Das war kein Unfall. Das war ein Mordversuch. Wenn es wieder um Daniel geht oder um Drogen. Es geht um einen Kollegen, der heute lebensgefährlich verletzt wurde. Er liegt im Koma. Oh. Das tut mir leid. Komm rein. Was trinken? Bier? Ja, ja. Wie ist denn das passiert? Wir haben Scheingeschäft aufgezogen, um an die Hintermänner zu kommen. Es ging um die Pillen mit dem Schmetterling. Der Kurier hat dann auf Jüchse geschossen. Auf meinen Kollegen. Würde er es überleben? Katharina, was ich dir hier erzähle, sind Dienstgeheimnisse. Und was dich betrifft, dein Daniel steht im Verdacht, der Kurier gewesen zu sein. Er wird morgen früh verhört. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Er würde sowas niemals tun, Otto. Ich schwör's dir. In der Nähe des Tatorts wurden Streichhölzer gefunden. Mit dem Firmenlogo von Tyson. Hat sich doch gelohnt, hier rauszusuchen. Daniel scheint ja auch eine Menge Geld zu haben. Er hat früher freiberuflich gearbeitet. Das wird gut bezahlt. Ja. Das ist
ist nur der Druck seines Vaters. Und in der Agentur läuft im Moment auch nicht so gut für ihn. Er hat auch nur nach außen so eine große Klappe. Wenn wir zu zweit sind, ist er ganz anders. Und er ist immer für mich da. Da bin ich auch. Siehst du dich so? Ich nicht. Wie oft hast du mich denn im Heim besucht? Du hast mich hängen lassen, Otto. Du hast mich genauso hängen lassen, wie du meine Mutter hängen gelassen hast. In dem Moment, als sie dich am meisten gebraucht hätte. Soll ich sagen, wenn du so siehst? Ich wollte weiterkommen. Ich bin zur Kripo, da hatte ich eine Perspektive und natürlich weniger Zeit. Und mit der Liebe war es sowieso vorbei. Mama hat mit dem Trinken angefangen, als du weg bist. Und ich konnte allein nichts machen. Das stimmt nicht. So hat sie es vielleicht erzählt, aber sie hat schon vorher getrunken. Sie hat ihr Leben schon vorher nicht auf die Reihe gekriegt. Sie hat schon Das ist so billig, Otto! Meine Mutter kann sich ja wohl schlecht wehren. Ich sag dir was. Dass du dich um mich kümmerst oder kümmern willst, das machst du nicht meinetwegen. Das machst du für dich. Wegen deinem schlechten Gewissen. Hey, du kannst das für mich aufbewahren? Tut mir den Gefallen, ja? Was ist denn da drin? Ich habe keine Zeit, ich erkläre es dir später, ja? Tschüss. Daniel? Hast du das Päckchen gesehen? Nee. Was machst du? Na, überprüfen, wer da wohnt. Hier wohnt Ottos Schützling, Katharina. Spinnst du? Ey, das kannst du nicht machen! Ja, bitte, kann ich. Meine Kollegen sind gleich da. Du lässt drin, aber halt ein bisschen hin, lass sie klingeln, mindestens dreimal, los! Da drin? Was hast du mit den Pillen gemacht? Du hast Beweismittel vernichtet, ist dir das klar? Lass mich los. Das Zeug hätte uns von dem Typen geführt, der Yüksel angeschossen hat. Hast du Yüksel schon vergessen? Ich zeig dich an, ich hänge den Verfahren an, halt. Lass ihn! Du alleine musst damit klarkommen. Komm, wir gehen. Nächstes Mal verhafte ich dich.
hast du das gemacht? Ich wollte nicht, dass er damit René redet. Auf der einen Seite bin ich Polizist, auf der anderen Seite... Was bist du ihr schuldig? Was? Weißt du, was ich meine? Eine behütete Kindheit. Ich war mit ihrer Mutter zusammen. Eigentlich eine schöne Zeit. Aber sie hatte Tunken. Fühlte sich nie wohl in ihrer Haut. Kam nicht klar mit dem Leben. Und dann hast du sie verlassen? Ja, nee, ich bin dann zur Kripo, ja. War ständig auf Lehrgängen und Seminaren auch in anderen Städten. War für mich okay. Bei mir war sowieso der Ofen aus, aber für sie... Sie trank dann immer mehr. Wir haben telefoniert. Oft, sehr oft sogar. Sie hat sich ausgeweint und ich hab zugehört. Immer zugehört. Und irgendwann rief sie wieder an und ich, ja, wie soll ich sagen, ich hatte einfach keine Lust mehr ranzugehen. Sie hat dann auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Es war doch nicht deine Schuld. Vielleicht. Aber ich hätte rangehen können. Ich hätte mit ihr sprechen können. Das hätte ihr vielleicht das Leben gerettet. Vielleicht auch nicht. Das Leben. Ich werde mein Leben lang nie eine Antwort drauf kriegen. Na, wie schmeckt dir das japanische Bier? Zieht einem alles zusammen, vor allem die Augen. Hallo, Sputnik. Da seid ihr ja. Na? Hey. Und? Wie schmeckt der Sapporo? Na, schmeckt wie alkoholfrei. Was denn? Du kennst alkoholfreies Bier? Ja, gibt's bei dir als Nullerfisch? Du, da ist alles drin, was ein Mensch zur gesunden Ernährung braucht. Siehst du ja an der Japaner. Die sind aber ziemlich clean. Und außerdem sehen sie alle gleich aus. Na siehst du, sind ja auch alle gleich gesund. Und, waren Sie Schmetterlinge? Ja. Warum hast du das denn gemacht? Sie weiß jetzt, dass ich auf Ihrer Seite stehe. Du hast Beweismittel das Klo runtergespült. Nee, die sind in meinem Kofferraum. Redemann, weiß übrigens nichts von deiner Aktion. Nabend. 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 Mit der Agentur ist was faul. Nabend, Herr Redemann. Auch ein Sapporo? Nee, danke, ich nehme lieber ein Bier. Lörs schießt privates Geld in seine Firma ein. Ist doch nicht illegal. Wenn es mehr als 100.000 Euro sind, dann werde ich skeptisch. Vielleicht dealt er mit den Pillen und steckt den Gewinn in die Agentur. Vielleicht, aber da gibt's noch was. Mehr als Lörs nimmt sein stiller Teilhaber Jürgens Privatentnahmen aus der Firma. Jährlich ungefähr 500.000. Sie meinen, er steckt mit drin? Jedenfalls haben beide ein Interesse dran, dass die Agentur existiert. Wieso? Ist ein Verlustgeschäft. Hört doch mal zu, ihr Blindschleichen. Entschuldigen Sie, Herr Präsident. Wenn ich dieser Jürgens wäre, würde ich das so machen. Durch die Werbeagentur habe ich offiziell eine bürgerliche Existenz. Dann habe ich das schmutzige Drogengeld, das übergebe ich dem Geschäftsführer und der zahlt es aufs Geschäftskonto ein. Und am Jahresende mache ich als stiller Teilhaber eine Privatentnahme von 500.000 Euro. Und die sind dann sauber, nicht? Richtig? Richtig. Prösterchen. Prost. Hey. Otto war bei mir. Er wusste, was in dem Paket ist. Da waren noch zwei Polizisten, Kollegen von Otto. Die waren bei mir dran.
Otto wollte mich schützen. Die Pillen kannst du dir abschreiben. Das ist doch egal jetzt. Ich bin nicht der Crack, für den du mich hältst, Katharina. Ich wäre immer gern einer gewesen. Die Agentur wollte mich feuern. Dann hat man mir ein Angebot gemacht. Ich habe mich darauf eingelassen und so bin ich dann an das schnelle Geld gekommen. Du hast gedealt. Ja. Aber von den Schmetterlingen habe ich nichts gewusst, ehrlich. Von denen habe ich keine einzige verkauft. Wolltest du es deinem Vater recht machen? Ja, ich denke schon. Aber das ist ein bisschen einfach. Das kann ich ihm doch jetzt nicht in die Schuhe schieben, Katharina. Ich habe mit den Pillen gedealt. Und ich habe auch Ottos Kollegen angeschossen. Was? Ich stelle mich morgen früh. Woher hattest du die Pillen? Von Lörs. Und der hat sie von Jürgens. Von Jürgens? Ich gehe jetzt mal rein. Das war alles ein bisschen viel. Soll ich bei dir bleiben? Bis morgen? Nein. Das geht jetzt nicht mehr. Geh nach Hause, ja? Erstmal einen Kaffee. Du? Du hattest recht, ich hatte Unrecht. Moment. Mit allen. Daniel war es. Er hat mit diesen Schmetterlingsdingern gedealt. Und er hat auch auf deinen Kollegen geschossen. Das hat er dir gesagt? Ja, aber... Er wusste nicht, dass es ein Polizist war und er dachte, der Mann wollte auf ihn schießen und... Otto, was machst du denn da? Ich sag meinem Vorgesetzten Bescheid. Und dann fahr ich zu Daniel, verhaftet ihn. Nee, aber der will sich doch stellen. Tut mir leid, ich muss sicher reden. Es war Jürgens. Jürgens hat ihn mit diesen Schmetterlingen versorgt. Und das Paket, das du aufgerissen hast. Jürgens hat es Daniel über Lörs zukommen lassen. Lass mich mitkommen. Das geht nicht. Daniel ist doch kein Schwerverbrecher. Otto, bitte. Mensch, ich habe ihn verraten. Na schön. Polizei! Hey! Sauber! Küche hat er nicht betrieben. Aber schön aufgeräumt hat er. Was ist das? Laktose ist ein Bindemittel in der Tablettenherstellung. Sieht so aus, als hätte Jürgens sich aus dem Staub gemacht. Was ist mit Lörs? Vielleicht ist er bei ihm. Lörs ist gerade verhaftet worden. Wenn Jürgens auch da gewesen wäre, hätte man mich sofort informiert. Da gibt's noch eine Möglichkeit. Versuch mal, Otto zu erreichen. Moin. Kommst du mit? Ich komme noch nachher aufs Präsidium. Okay? Komm mit. Moment. Tut mir leid. Katharina.
Handy ausschalten. Reinkommen. Wird's bald? Handy auf den Tisch. Rüberschieben. Gib's mir. Wo ist der Haustürschlüssel? Da hinten auf der Truhe. So. Ich steige jetzt mit Katharina ins Auto und wenn ihr uns verfolgt, bringe ich sie um. Ich habe noch nie von einer Geiselnahme gehört, die gut ausgegangen ist. Für den Entführer. Bis jetzt kann ich nur fahrlässige Tötung und Drogenhandel vorgeworfen werden. Aber jetzt käme noch erpresserischer Menschenraub dazu. Los, Jack. Otto! Lassen Sie sie gehen! Nimm den Schlüssel. Seien Sie vernünftig, Jungs. Sie kommt auch nicht weit. Sofort! Oder ich mach sie tot. Waffen runter, hab ich gesagt. Wird's mal! Runter damit, hab ich gesagt! In der Sekunde, in der Sie abdrücken, sind Sie ein toter Mann. Redemann? Ach, ja, seit wann? Danke. Yüksel ist außer Lebensgefahr. Und er ist auch aus dem Koma aufgewacht. Hast du schon was gesagt? Nein, aber wir können ja schon mal einen Aufguss machen in der Hotelsauna. Moment mal. Na? Na? Was machst du jetzt? Bleibst du in Berlin? Ich weiß es noch nicht. Ich muss dir noch was sagen. Und was? Danke für alles. Keine Ursache. War mir eine Herzensangelegenheit.